Oh mein Gott. Bei mir läuft das Spiel sogar auf einer AMD 7870 Mindestanforderung, super Funktion, das auch hoch. Das ist doch, das ist halt wirklich auch gut optimiert, das kann man einfach auch so sagen. Wie gesagt, das läuft auch in 4K einfach, finde ich echt brachial gut, also da kann man nichts sagen. Shit, ich lasse den Zufall entscheiden. Oder doch nicht. Ach komm, wir sagen hier nicht die Wahrheit. Mann, ich weiß es nicht. Stimmt doch mal ab. Komm, heute jetzt entscheidet ihr nochmal. Wir haben es ja noch nicht so oft gemacht. Stimmt doch einfach mal ab. Die Leute, die noch da sind. Fan, Hi-Bi, Hellraider, Nvidia, Jeremiah, Z19, Bad Soldier, der Morty oder Zebes. Glaube ich auch noch da. Zumindest wird er mir noch angezeigt. Ich weiß natürlich nicht, ob du noch da bist. Aber wenn ja, hast du dich schon verabschiedet? Ich weiß nicht. Boah, ich merke mir sowas halt auch echt nicht mehr. Ich bin jetzt auch durch, einfach nach diesen ganzen Stunden, die wir verbracht haben. Entscheidet doch einfach mal ihr. Und in der Zeit sage ich mal, Sir Pornalots, welcome to the stream. Sir Pornalots, schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Eins oder zwei. Ihr entscheidet. Aber entscheidet schnell. Tja, über diese Entscheidung. Ja. So sieht's aus. Ich wäre für eins. Eins. Zwei. Ich höre die Hunde schon wieder da oder irgendwas. Also wir haben jetzt zwei Einsen und eine Zwei. Soll ich daraus schließen, dass der Rest sich enthält oder keine Lust hat? Oder schon eingeschlafen ist? Eine Mutter hat die Wahrheit verdient. Ja, eigentlich schon. Ich finde es halt auch mies, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich dann dadurch wieder in Schwierigkeiten bekomme oder sie noch, dann haben wir auch nichts gekonnt. Also wenn ich ihr sage, er ist in der Schlacht gefallen, dann stirbt sie vielleicht mit dem guten Gewissen. Und auch, oder weiß ich nicht. Ah, es ist schwierig. Wo man zur Insel muss. Okay, die Insel, die wir noch wahrscheinlich noch nicht erreicht haben. Also, aber mir geht so schon einer. Das ist, sonst würde ich nicht so lange hier hängen. Weil das ist echt. Did you get the question or the quest actually, Jeremiah? Hold on. Let me explain that for you guys in a quick summary, hopefully. Basically, he deserted. Got snitched and they kinda killed him. I think. Basically, that's what I figured by, you know, getting all these clues and stuff. But now I have to decide whether or not I'm telling her, meaning his mother, his widow mother. No, is she a widow? I don't know. But his mother, I can tell her the truth, telling her he got killed for deserting, or giving her some peace and telling her he died on the battlefield doing great, or I don't know, achieve some war hero or whatever achievements. I don't know, I feel really bad to not telling her the truth, but lying her in the face either doesn't feel right as well, so shit, man. Deine Mutter hat die Wahrheit verdient. Ich finde es halt auch, es ist ein starkes Argument. Ich finde, es ist deswegen, ich habe es nicht umsonst jetzt zur Diskussion freigegeben, auch wenn es eigentlich voll lächerlich ist. Aber ich finde es gerade echt, es ist eine schwierige Entscheidung. Und Geralt hat sichtlich Mühe. Nachdem wir das jetzt evaluiert haben, würde ich tatsächlich so ein bisschen wie bei, ich fühle mich jetzt so ein bisschen gerade wie bei Günther Jauch, so nach dem Motto, wir haben jetzt ein bisschen drüber diskutiert. Klick auf die 2.
Er ist desertiert. Man hat ihn geschnappt und aufgehängt. Lüge! Er hing da nicht alleine. Die Mitteilung am Baum war eindeutig. Das glaube ich dir nicht. Mein Sohn war kein Feigling. Es war klar, dass es so eine Uneinsichtige ist. Ich habe einen Brief bei ihm gefunden. Der ist an dich adressiert. Mutter, dies ist vielleicht das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich habe in allen Briefen gelogen. Vergib, ich bin kein Held. Es macht mir keine Freude, Nordlinge zu töten. Dieser Ort ist ein Albtraum. Ich habe es ertragen, aber das geht nun nicht mehr. Vor kurzem befahl man uns, Gefangene zu ermorden. Weißt du, was es bedeutet, Wehrlose zu töten? Ich muss hier weg. Mein liebes Kind. Für immer. Du hast ihn gefunden. Hier. Das war die richtige Entscheidung. Dein Lohn. Schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. Oh, es war nicht einfach, mein liebes Mütterchen. 10 Punkte. Gott, ey, das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt, eigentlich alles. Diese Scheißquests. Sorry, nein, die waren gut, aber... Das heißt, das bringt ja eigentlich auch alles nichts, ne? Komm, aber den Kreischling hätte ich schon Lust. Wie sieht's aus? Popcorn, 2, 3, 5, 6. Popcorn würde ich jetzt gerne essen, tatsächlich, irgendwie gerade. Einen wunderschönen guten Morgen auch zu dir. Wir machen mal mit dem Kreischling weiter. Wir rollen jetzt einfach hier noch ein paar Hexeraufträge aus. Und dann gucken wir mal auf die Karte. Ich kann ja auch nochmal auf die Karte gucken. Haben wir überhaupt noch so Nebenquests? Hier jetzt gerade nicht mehr, ne? Im Lager haben wir nichts mehr. Boah, wie wir uns hier durch die Nebenquests grinden. Alter, da waren wir komplett noch nicht. Und hier in Novigrad, da gibt es auch noch so viel. Aber cool, da kann man direkt ein paar mehrere Quests dann einfach da abgeben. Da werden wir bestimmt ordentlich leveln. Pass auf, Freunde. Dann schauen wir mal, wo... Oh Gott, das ist so... Gibt es noch mehr Karten eigentlich? Kaer Morhen. Sind das nur die Gebiete alle? Nur? Ich weiß ja nicht. Naja. Was wollte ich jetzt machen? 50 Kronen haben wir dafür bekommen. Ist okay. Würde ich sagen. Ist okay. Oh Gott. Na dann. Wenn wir bei der Quest angekommen sind, muss ich auf jeden Fall mir einen Tee machen. Und mal vor allem auch mal auf Toilette gehen. Und einfach mal 10 Minuten mal meine Beine vertreten. Weil wir jetzt schon wieder echt so 6 oder 7 Stunden am Stück, mehr oder weniger, ne, waren das jetzt schon wieder. Seit der langen, oder seit der kurzen Pause von einer Stunde oder was, sind wir eigentlich wieder voll am Durchziehen, ne. Ist schon ein bisschen sick, was wir hier machen, ne. But I love it. I like it. More of it, please. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Follow jetzt. I like to move it, move it. Vielen Dank. Yeah, I like to move it. Move it. Da renne ich direkt hier von Pfosten. Scheiße, dann war ich ein bisschen zu lahmarschig gerade. Nicht so schnell, Plätze. Heya! Na komm, das geht aber auch schneller. Also vielen lieben Dank, mein lieber Fan. Dein Name ist auch schwierig. Fan Hi Bye. Fan Hi Bye. Schön, dass du dabei bist. Sag doch mal einfach, gib da mal dem Fan ein herzliches Willkommen in der Grumpy Beard Army. Du findest natürlich auch bei YouTube ein paar Möglichkeiten, aber schön, dass du jetzt erstmal hier dabei bist. Ich find's echt cool. Vielen lieben Dank für deinen Follow, deinen Support und überhaupt, dass ihr alle da seid. Karaka ist wieder raus und Stalker81, auch dich begrüße ich natürlich ganz herzlich hier bei mir, bei uns in der Grumpy Beard Familie. Zur eigentlich Nighttime mittlerweile ist es aber schon Morningtime. Was gibt's denn da noch? Banditos. Los, lauf! Banditos! Oh shit. Du musst zuerst. Ah, fuck!
little doggy. I'm so sorry. Damn you guys. Stop doing that. I'm coming up. Oh shit. Oh man. Off goes your head. That's what you get, man. Fuck! What the hell? Guys? Fuck. What the hell? Get over here, bitch. Oh man! Was ist denn das für ein Scheiß? Wenn ich vorher runterklatschen kann die ganze Zeit. Kommt der auch runter? Kommst du runter oder nicht? Natürlich nicht. Warum solltest du auch, ne? Kann ich das nicht blocken? What the fuck? So blockt er den Scheiß nicht. Was ist los? Dein Arsch gehört mir! Mein Arsch gehört mir selber. Warte mal. Muss gerade mal hier irgendwas zu snacken reinhauen. Ich würde jetzt gerne teabaggen, aber es geht ja nicht. Aber lustig wär's. Hätte es auf jeden Fall gemacht. Haben wir sonst noch was? Das war's, glaube ich. Jetzt können wir nur noch die Bodies looten. Hoffen, dass wir hier nicht runterfliegen. Nein! Na gut. Ich ging scheinbar auch so noch irgendwie klar. Die Runde Kadaver. Los, los. Der Nebel, der macht aber auch gerade ein bisschen Zucken an der FPS. Ich habe jetzt gerade den ganzen Chat verpasst, natürlich. Well, it is 7 a.m. Definitely morning, yeah. True. Monster Nest. Ach komm, die Wummer auch. Oh lol. I keep getting stuck at bushes and trees and shit like that. No, don't kill my horse, man. Get the fuck away from my horse. Oh crap. Oh shit. Holy shit. You punks. You suck. You guys are fucking little bitches. Holy crap.